Kommt Vati auch noch? Ich muss ihm noch was ganz Wichtiges sagen. Vati! Vati! Ja? Na, was gibt's denn, Susi? Vati, ich hab noch was vergessen. Kannst du nicht noch mal an den Weihnachtsmann schreiben? Aber das hab ich doch schon vor 2 Tagen getan. Ja, ich weiß. Aber das mit der Puppe müssen wir ihm noch schreiben. Das steht doch schon in dem Brief drin, dass du dir eine Puppe wünschst. Ja, aber der Weihnachtsmann weiß doch nicht, welche. Ach, Vati, heute in dem großen Kaufhaus habe ich eine Puppe gesehen. Eine schönere gibt's bestimmt auf der ganzen Welt nicht. So groß ist sie und hat ganz lange blonde Haare und richtige Schlafaugen. Weißt du, wie sie heißt? Nein. Nora. Ach, die möchte ich so schrecklich gern haben, Vati. Bitte, bitte schreib das dem Weihnachtsmann. Sonst bringt er sie nachher woanders hin. Und ich krieg eine Puppe, die ich gar nicht leiden mag. Du bist ein kleiner Schlauberger, Susi. Bitte, bitte, Vati. Na ja, schreiben kann ich dem Weihnachtsmann ja noch mal. Aber ob er dir die Puppe dann auch wirklich bringt, das weiß ich natürlich nicht. Das hängt davon ab, ob du brav bist oder nicht. Eben. Und dazu gehört, dass du jetzt ganz schnell einschläfst und nicht mehr so viel erzählst. Mutti, ich muss Vati doch noch sagen, was ich heute alles gesehen hab. Ach, Vati, so viel Spielzeug gab's in dem Kaufhaus. Flugzeuge, eine Eisenbahn, ein großes Märchenbuch und ein Kasperle und... Und. Komm, jetzt ist endlich Schluss. Und mit der Rolltreppe sind wir gefahren, Mutti und ich. Ist wahr? Ja, das hat vielleicht Spaß gemacht. Ja, das glaube ich. Aber jetzt bist du eine ganz brave Susi und machst deine Äuglein zu. Es ist wirklich Zeit zum Schlafen. Hier, vergiss deinen Teddy nicht. Danke. Gute Nacht, Vati. Und bitte, bitte denk an den Brief für den Weihnachtsmann. Du weißt doch, wegen der Puppe Nora. Ah, ist schon gut. Und nun schlaf schön. Gute Nacht, Susi. Gute Nacht, Mutti. Susi. 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 Wer ruft denn da? Ich bin's. Die Puppe Nora. Wer? Die Puppe Nora? Wo bist du denn? Wo soll ich denn sein? Im Kaufhaus natürlich. Ich wollte dich nur fragen, ob du mich nicht besuchen willst. Aber geht denn das? Ja. Wie denn? Es ist doch jetzt Nacht. Ich kann doch nicht allein mit der Straßenbahn fahren. Das brauchst du auch nicht. Du kannst mit dem Flugzeug fliegen. Mach nur deine Balkontür ganz weit auf, damit es bei dir landen kann. Ich fürchte mich aber, so allein mit dem Flugzeug zu fliegen. Darf ich vielleicht meinen Teddy mitbringen? Ja, das darfst du. Dann ist es gut. Teddy! Teddy! Wach auf! Was ist denn los? Warum lässt du mich denn nicht schlafen, Susi? Zum Schlafen ist jetzt keine Zeit, Teddy. Wir wollen fortfliegen mit einem richtigen Flugzeug. Mit einem Flugzeug? Aber wohin denn? Zu der Puppe Nora. Wir müssen nur die Balkontür ganz weit aufmachen. Hilf mir mal, Teddy. Ja, so ist es gut. Och, wie dunkel es draußen ist. Huch, direkt zum Fürchten. Oh, Susi. Sei mal still, Teddy. Hörst du auch etwas brummen? Ja. Guck doch mal, da kommt ein Flugzeug angeflogen. Das kommt bestimmt hierher, zu uns. Siehst du, Teddy, was habe ich dir gesagt? Tatsächlich, das Flugzeug ist bei uns gelandet. Komm, lass uns schnell einsteigen. So, hier setzen wir uns hin.
Hoppla, oh, das hat aber eben einen Ruck gegeben. Beinahe wäre ich heruntergefallen. Ich auch, Teddy. Du, wir fliegen ja schon. Ja, wirklich. Oh, und so schnell. Siehst du all die Häuser da unten? Ja, ganz winzig sind sie, wie aus einer Spielzeugschachtel. Ach, schön ist es, so durch die Luft zu fliegen. Oh. Hoffentlich dauert es noch recht lange. Ach nein, Teddy, ich wünsche mir, dass wir gleich da sind. Die Puppe Nora wartet doch auf uns. Ach so, ja, stimmt, ja. Wo wohnt denn eigentlich die Puppe Nora? In dem großen Kaufhaus, wo ich heute Nachmittag mit Mutti war, weißt du? Und wie kommen wir da rein? Das ist doch jetzt sicher geschlossen. Ach, bist du dumm, Teddy. Natürlich durchs Fenster. Oh, was war denn das? Schon wieder so ein Ruck. Wir sind gelandet, Teddy. Komm, schnell aussteigen. Das ging ja wie der Blitz. Und wo sind wir jetzt? Siehst du das denn nicht? In der Spielzeugabteilung. Komm nur. Susi. Susi. Ach, liebe Puppe Nora, ich freue mich ja so, dass ich zu dir kommen durfte. Das hier ist mein Teddy. Fein, dass du mitgekommen bist, Teddy. Wisst ihr, nachts ist es hier viel schöner als am Tage. Dann können wir spielen und herumtollen, so viel wir wollen. Da passt nämlich niemand auf. Ihr sollt mal sehen, was hier gleich los ist. Hey, aufwachen. Alles aufwachen. Wir haben Besuch. Ach, ist das schön. So viel Spielzeug habe ich noch nie auf einmal gesehen. Ich auch nicht. Guck doch mal hier, eine Trommel. Hiermit kann man auch Musik machen. Hör mal, wie schön ich Trompete blasen kann. Guck mal, Teddy, das Kasperletheater. Und hier die Eisenbahn. Wollen wir mal damit fahren, Susi? Nein, ich will lieber mit der Puppe Nora spielen. Es ist schön hier bei uns, nicht, Susi? Ja, ich möchte am liebsten immer hier bleiben. Das geht doch nicht. Nachher musst du wieder nach Haus. Ach, liebe Puppe Nora, kannst du da nicht mit mir kommen? Ich möchte, dass du immer bei mir bleibst. Ich darf hier nicht fort, Susi. Aber ich weiß etwas. Wenn du den Weihnachtsmann um Erlaubnis fragst, dann darf ich vielleicht mit dir gehen. Oh ja, ich frag den Weihnachtsmann. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Er ist, glaube ich, im Weihnachtswald. Und wie kommt man dorthin? Das Beste ist, Teddy und du, ihr setzt euch in die Eisenbahn. Ja, los, Teddy, komm schnell. Wo geht denn die Reise hin? In den Weihnachtswald. Halt! Da ist ein Schild. Mal sehen, was draufsteht. Weihnachtswald. Weihnachtswald, wir sind da, Susi, komm, aussteigen. Oh, wie viele Tannenbäume hier stehen. Guck doch nur, Teddy. Na ja, zum Weihnachtsfest müssen doch alle Kinder einen Tannenbaum haben. Und es schneit hier so schön. Es glitzert richtig. Na, ihr beiden? Was macht ihr so allein hier im Weihnachtswald? Hast du mich aber erschreckt. Wer bist du denn? Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich bin der Knecht Ruprecht. Und die Kinder haben mich alle gern. Jedenfalls die braven Kinder. Ach, du bist der Knecht Ruprecht. Wie schön, dass wir dich treffen. Vielleicht kannst du uns sagen, wo wir den Weihnachtsmann finden können. Ach, den Weihnachtsmann sucht ihr. So, so. Die Puppe Nora hat gesagt, er wäre vielleicht hier im Weihnachtswald. Da muss ich euch leider enttäuschen. Hier im Weihnachtswald ist er nicht. Lass mich mal überlegen. Ich hab's. Sicher ist er in der Spielzeugwerkstatt. Denn jetzt vor dem Weihnachtsfest gibt es dort viel für ihn zu tun. Und wo ist die Spielzeugwerkstatt? Oh, die ist weit, weit fort. Können wir mit der Eisenbahn hinfahren? Mit der Eisenbahn in den Himmel? Das wird nicht gehen. Aber wartet doch mal. Ja, so geht es vielleicht. Ihr fahrt jetzt mit der Eisenbahn ins Märchenland. Und wenn ihr dort angekommen seid, geht ihr zur Frau Holle. Die kennt ihr doch. Ja. Die gute alte Frau Holle weiß immer einen Rat. Und wenn ihr sie schön darum bittet, wird sie euch sicher weiterhelfen. Oh ja, Teddy, wir fahren zu Frau Holle. Komm, und schönen Dank doch noch, lieber Knecht Ruprecht. Bitte, und grüßt Frau Holle von mir. Und euch wünsche ich eine gute Reise ins Märchenland.
Halt! Hier ist wieder ein Schild. Mal sehen, was draufsteht. Märchenland. Ah, Märchenland, wir sind da, Susi. Komm, aussteigen. Was ist das hier für ein Haus, Teddy? Ob hier die Frau Holle wohnt? Da kannst du denn nicht gucken, Susi? Das ist doch das Knusperhäuschen der alten Hexe. Aus Hänsel und Gretel? Sag mal still. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Lass uns schnell weiterlaufen, Teddy. Sonst kommt die Hexe noch her und holt uns. Warum denn? Wir haben doch ihr Häuschen gar nicht angeknabbert. Vielleicht wohnt Frau Holle in diesem Haus hier. Na, ich weiß nicht recht. Psst. Sag mal schnell. Rucketiku, kein Blut ist im Schuh. Der Schuh ist nicht so klein. Die rechte Braut, die führt er heim. Rucketiku, rucketiku. Ach, das ist das Haus von Aschenputtel. Ja, aber nun komm weiter, Susi. Wir müssen doch Frau Holle suchen. Wo wir jetzt wohl sind. Bei Frau Holle. Da, die Tür geht auf. Das ist Frau Holle. Na, ihr beiden, was wollt ihr denn bei mir? Liebe Frau Holle, wir suchen den Weihnachtsmann. Und Knecht Ruprecht hat gesagt, wir sollen zu dir gehen. Du wüsstest immer einen Rat. So? Hat er das gesagt? Ja, und wir sollen dich schön grüßen. Und vielleicht weißt du, wie wir in den Himmel kommen können. In den Himmel? Was wollt ihr denn da? Da ist doch die Spielzeugwerkstatt. Und Knecht Ruprecht hat gesagt, der Weihnachtsmann ist sicher in der Spielzeugwerkstatt. So, so. In den Himmel wollt ihr also, um den Weihnachtsmann zu besuchen. Na, da muss ich ja wohl meine Wolkenkutsche für euch anspannen lassen. Hey, meine Pferdchen, herbei, herbei. Guck doch nur, Teddy, eine richtige Wolkenkutsche kommt angefahren. Kommt, setzt euch hinein. Die Wolkenkutsche bringt euch zu dem Mann im Mond. Der Mann im Mond kann euch ganz gewiss sagen, wo ihr den Weihnachtsmann finden könnt. Grüßt ihn schön von mir. Und euch wünsche ich eine gute Reise. Vielen Dank, liebe Frau Holle. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nanu, da kommt ja Frau Holles Wolkenkutsche angefahren. Und wer sitzt darin? Ein kleines Mädchen und ein Teddybär. Hey, ihr beiden, was fahrt ihr denn mitten in der Nacht allein am Himmel spazieren? Lieber Mann im Mond, wir wollten zu dir. Frau Holle hat gesagt, du wüsstest ganz gewiss, wo wir den Weihnachtsmann finden können. Was wollt ihr denn vom Weihnachtsmann, hä? Ich muss ihm etwas sagen, wegen der Puppe Nora. Na, dann will ich mal durch mein Fernrohr gucken. Moment mal. Hab ich mir's doch gedacht. Der Weihnachtsmann ist in der Spielzeugwerkstatt. Aber er hat sehr viel zu tun. Den dürft ihr jetzt nicht stören. Aber ich wollte ihn doch nur etwas fragen. Es dauert doch nicht lange. Der Weihnachtsmann wird böse, wenn er bei der Arbeit gestört wird. Und das wollt ihr doch nicht, hä? Nein. Aber darf ich mal durch dein Fernrohr gucken, lieber Mann im Mond? Dann kann ich den Weihnachtsmann doch wenigstens mal sehen. Ja, das darfst du. Komm her. Na, siehst du ihn nun, den Weihnachtsmann? Ja. Oh, ich weiß was. Ich rufe ihn einfach mal. Vielleicht hört er mich dann. Lieber Weihnachtsmann, bitte bring mir die Puppe Nora. Bitte, bitte, lieber Weihnachtsmann. Lieber, lieber Weihnachtsmann. Susi, Susilein, was erzählst du da vom Weihnachtsmann? Ach, Mutti, ich hab den Weihnachtsmann durchs Fernrohr gesehen. Aber ich durfte nicht zu ihm in die Spielzeugwerkstatt. Da hab ich ihn einfach von Weitem zugerufen,
Er möchte mir doch bitte die Puppe Nora bringen. Hoffentlich hat er das nun auch gehört. Das hat er sicher. Und nun komm, mein Spatz, raus aus den Federn. Wir wollen doch heute Lebkuchen und Plätzchen backen. Ach ja. Mutti, dauert es noch lange bis zum Weihnachtsfest? Nein. Ach, ich wünschte mir, es wäre schon soweit. Du bist eine kleine Ungeduldige. Wir haben noch so viel zu tun bis dahin. Aber wenn du mir fleißig hilfst, dann vergeht die Zeit wie im Fluge. Und dann ist er ganz plötzlich da. Der Weihnachtsabend. Siehst du, Susi? Was habe ich dir gesagt? Ist die Zeit nicht schnell vergangen? Jetzt ist er da, der heilige Abend. Ja. Ist das nicht ein schöner Tannenbaum, Susi? Ja. Kommt der Weihnachtsmann in den Wald, Vati? Psst, sei mal still. Ich glaube, ich höre schon seine Schritte. Seht ihr, da ist er ja schon. Ach, lieber Weihnachtsmann, endlich bist du da. Ich habe schon so auf dich gewartet. Ich weiß. Aber nun sag mir mal, bist du denn auch immer artig gewesen, Susi? Ja. Ist das auch wirklich wahr? Ja. Na, dann kann ich ja die Rute wieder einstecken. So. Und nun schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Das ist ja die Puppe Nora. Ja, Susilein, weil du so brav gewesen bist, sollst du die Puppe Nora haben. Du hast sie dir doch so sehr gewünscht. Oh, ich danke dir, lieber Weihnachtsmann. Vielen, vielen Dank. Liebe Puppe Nora, nun können wir immer zusammenbleiben. Siehst du, sicher hat der Weihnachtsmann mich gehört, als ich ihn gerufen habe. Wie gut, dass ich mit Teddy auf die Reise gegangen bin, um ihn zu suchen. Das Donnerwetter. Brrr. Wie kommst du, kleines Englein, auf meinen Schlitten? Ha? Gib Antwort. Ich habe mich darauf versteckt, als Petrus dir das Tor geöffnet hat. Und warum hast du das getan, du Schlingel? Lieber Nikolaus, ich weiß doch, dass du mit deinem Schlitten zur Erde fährst, zu den Menschen. Und ich wollte so gern mit dir fahren. Das soll doch gleich das Donnerwetter. Du willst mit mir hinab zur Erde? In deinem dünnen Hemdchen? Weißt du denn nicht, dass es da unten jetzt bitterkalt ist? Sieh mich an, wie dick ich eingemummelt bin. Und überhaupt, was willst du denn da? Ich kann mich nicht um dich kümmern. Ich habe viel zu tun. Morgen ist Nikolaustag. Da stellen die Kinder ihre Schuhe vors Fenster. Und wenn sie brav gewesen sind, stecke ich ihnen etwas Süßes hinein. Hier, dieser Sack ist voller Mandeln, Rosinen und Schokolade. Vielleicht kann ich dir dabei helfen, lieber Nikolaus. Bitte nimm mich doch mit. Daraus wird nichts, du Schlingel. Und wenn du mich noch so sehr bittest, du kehrst jetzt brav in den Himmel zurück. Verstanden? Ach, Nikolaus. Kein Wort mehr. Komm, steig herunter von meinem Schlitten. Ich muss mich beeilen, denn die Reise ist weit. Hi, meine Schimmel! Lauf zu! Lauf zu! Petrus hat das Himmelstor schon wieder zugeschlossen. Was mache ich nur? Ich kann doch nicht hier draußen bleiben. Es hilft alles nicht. Ich muss anklopfen.
schon seine Schlüssel klirren. Nanu, was machst du denn hier, Engel? Lieber Petrus, bitte sei mir nicht böse. Ich will es auch gewiss nicht wieder tun. Was willst du nicht wieder tun? Ich... Raus mit der Sprache, du Schlingel. Was hast du angestellt, hm? Lieber Petrus, ich wollte so gern mit dem Nikolaus zur Erde fahren. Da habe ich mich heimlich auf seinen Schlitten gesetzt. Aber der Nikolaus hat mich nicht mitgenommen. Und ich wollte doch so gern sehen, wie es auf der Erde bei den Menschen ist. So, so. Da wolltest du dich also heimlich auf und davon machen, ohne mir etwas zu sagen. Und ich hätte den ganzen Himmel nach dir absuchen können, hm? Wie kommt es überhaupt, dass du nicht wie die anderen Englein fleißig bei der Arbeit bist, hm? Du weißt doch, wie viel wir noch zu schaffen haben bis zum Weihnachtsfest. Überall wird gehämmert und gebastelt. Nur du allein läufst spazieren und kümmerst dich um nichts. Ich sollte heute Weihnachtslieder üben. So, so. Und wie ich höre, ist der Engelschor schon fleißig beim Singen, aber ohne dich. Petrus, ich habe es doch nur getan, Weil du ein neugieriges Englein bist, ich weiß. Eigentlich hättest du eine Strafe verdient, du Schlingel. Aber weil du ehrlich gewesen bist und mir alles eingestanden hast, will ich diesmal ein Auge zudrücken. Oh, ich danke dir, lieber Petrus. Hey, nun lauf mir nicht gleich davon. So schnell entwischst du mir nicht. Du kommst jetzt mit mir und hilfst mir beim Sortieren der Weihnachtspost. Gern, lieber Petrus. So, da wären wir. Komm, Englein, setz dich auf diesen Schemel. Und hier ist der Korb mit der Weihnachtspost. Oh, so viele Briefe. Das ist noch längst nicht alles. Du glaubst ja nicht, wie viele Kinder uns geschrieben haben und was sie sich alles wünschen. Es wird in jedem Jahr mehr. Und dabei sind sie gar nicht alle so brav, wie ich es mir wünsche. Kriegen nur die braven Kinder etwas zum Weihnachtsfest? Na, freilich. Wo kämen wir denn hin, wenn wir die unartigen Kinder beschenken würden? Aber woher weißt du denn, welche Kinder nicht artig gewesen sind, Petrus? Das will ich dir verraten. Hier, mein gutes altes Fernrohr hilft mir dabei. Mit ihm kann ich in jede Stube gucken und kann sehen, was die Kinder da unten treiben. Ach, damit kann man auf die Erde schauen? Oh, da möchte ich einmal durchgucken. Ja, das kann ich mir denken, du Schlingel. Aber jetzt geht es erst einmal an die Arbeit. Komm, reich mir den ersten Brief hier. Hier, dieser ist ganz besonders dick. An den Weihnachtsmann von Uwe, Petra und Gabriele aus der Finkenstraße 7. Na, da wollen wir doch mal sehen, was die drei sich wünschen. Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir von dir eine elektrische Eisenbahn, einen Bahnhof, Schienen, Weichen und einen Baukasten, dein Uwe. Mhm. Was wünscht sich Petra? Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir einen Puppenwagen, eine Puppenstube und eine Flöte, deine Petra. Mhm. Was steht auf diesem Zettel? Lieber Weihnachtsmann, bringe mir doch bitte eine Negerpuppe, einen Teddybär und ein Bilderbuch. Ich bin auch immer artig gewesen. Deine Gabriele. Ah, da wollen wir mal sehen, ob das auch stimmt. Guckst du jetzt durch dein Fernrohr, Petrus? Ja. Darf ich auch mitgucken, lieber Petrus? Bitte, bitte. Ah, dann komm her, du neugieriges Englein, damit du siehst, wie es bei den Kindern auf der Erde zugeht. Seid doch mal leise, Uwe und Gabi. Ihr stört mich beim Lernen. Von draußen, vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldne Lichtlein blitzen. Sah ich goldne Lichtlein blitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Von draus, vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Uwe, knapp doch nicht immer so. Lass mich doch, Petra. Ich muss Vatis Weihnachtsgeschenk fertig machen. Gabi, hör doch auf mit dem Getute. Warum? Ich will mein Weihnachtsgedicht auswendig lernen.
Aber wenn ihr solchen Krach macht, kann ich das nicht. Ich will auch ein Weihnachtsgedicht lernen. Du? Du bist ja noch viel zu klein, Gabi. Nein, ich will auch eins lernen. Ja, ist ja gut, Gabi. Komm hier, ich bring dir eins bei. Aber dann musst du nachher auch schön still sein, hörst du? Ja. Also pass auf. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. So, nun sag du es mal. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Schau mich nicht so böse an. Stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Na siehst du, du kannst es ja schon beinahe. Das üben wir jetzt jeden Tag, nicht? Oh ja. So, aber jetzt gebt Ruhe, ihr beiden. Von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Warum geht es nicht weiter, Petrus? Weil wir keine Zeit mehr haben, Englein. Wir müssen noch so viele Wunschzettel lesen. Ach, schade. Es war so schön. So als wäre ich richtig dabei gewesen. Du, Petrus, ob der Nikolaus wohl schon auf der Erde angelangt ist? Ich weiß nicht. Kannst du nicht mal durch dein Fernrohr gucken? Vielleicht siehst du ihn dann. Das wird nicht so einfach sein, Englein, denn die Erde ist sehr groß. Aber warte mal. Auf der Milchstraße ist der Nikolaus nicht. Also muss er schon auf der Erde sein. Da. Da unten sehe ich ihn. Er fährt mit seinem Schlitten durch den Wald. Siehst du? Ja. Oh, wie schön sieht es auf der Erde aus, Petrus. Es glitzert und funkelt. Das kommt vom Schnee, Englein. Siehst du die dicken Schneeflocken herabfallen? Ja. Oh, sieh nur, Petrus. Was sind das für Lichter? Dort wohnen die Menschen. Und weil es inzwischen auf der Erde dunkel geworden ist, haben sie in ihren Häusern die Lichter angezündet. Und was machen jetzt die Kinder? Die müssen ins Bett gehen. Und wenn sie eingeschlafen sind, kommt der Nikolaus und steckt ihnen etwas in ihre Schuhe. Aber nun ist Schluss, Englein, sonst kommen wir überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Schnell, gib mir den nächsten Brief. Hier, Petrus. An den Weihnachtsmann. Von Christian und Cornelia aus der Blumengasse 26. Lieber Weihnachtsmann. Petrus! Petrus! Ja, was gibt es denn? Lieber Petrus, kannst du nicht mal ganz schnell in die Spielzeugwerkstatt kommen? Der Purzel hat sich seinen Finger geklemmt und es tut ihm so weh. Der Purzel? Na, da muss ich ihm aber schnell ein Pflaster drauf tun, dem armen Kerlchen. Du, Englein, bleibst, bis ich wiederkomme, brav auf deinem Schemel sitzen. Dass du mir ja nicht allein durchs Fernrohr guckst, hörst du? Ja, Petrus. Schade, dass ich nicht durchs Fernrohr gucken darf. Das ist so schön. Ob ich es nicht einfach doch tue? Nur ein ganz kleines bisschen? Petrus sieht es ja nicht. Ich stelle mich auf meinen Schemel. So. Und nun... Hier, was ist das? Ich falle! Petrus, mit dir! Oh, das hat aber weh getan. Wo bin ich nur? Ganz dunkel ist es. Ach, jetzt sehe ich es. Lauter Tannenbäume stehen um mich herum. Und dicke Schneeflocken fallen herab. Und es ist bitterkalt. Was mache ich nur? Ich bin auf die Erde gefallen. Wie komme ich nun in den Himmel zurück? Lieber Gott, bitte, bitte hilf mir. Ich will auch nie wieder ungehorsam sein und immer tun, was Petrus sagt. Bitte, bitte hilf mir. Sind das nicht die Schellen vom Nikolaus? Ach, bitte, lieber Gott, gib, dass es der Nikolaus ist. Nikolaus! Nikolaus! Wer ruft denn da? Ich! Wer ist ich? Ich! Siehst du mich denn nicht? Da soll doch gleich das Donnerwetter...
kommst, du kleines Englein, auf die Erde? Hm? Gib Antwort. Lieber Nikolaus, ich habe durch das Fernrohr geguckt, obwohl Petrus es mir verboten hatte. Und da gab es plötzlich einen furchtbaren Lärm und ich bin heruntergefallen auf die Erde. Bitte, lieber Nikolaus, nimm mich wieder mit in den Himmel. Eigentlich müsstest du zur Strafe hier unten bleiben, du Schlingel. Aber weil es so bitterkalt ist und du nur ein dünnes Hemdchen anhast, will ich dich mitnehmen. Komm, setz dich auf meinen Schoß und wärm dich beim guten alten Nikolaus. Hü, meine Schimmel, lauf zu. Ach, ich danke dir, lieber Nikolaus. Du, Nikolaus, ob der Petrus sehr böse mit mir sein wird? Ich hab solche Angst. Na, deine Strafe wirst du schon bekommen, du Schlingel. Aber du weißt ja, der Petrus hat ein gutes Herz. Und wenn du ihm versprichst, nie wieder neugierig zu sein, dann wird es schon nicht so schlimm werden. Und wenn erst das Weihnachtsfest da ist, hat er deine Streiche sicher schon wieder vergessen und ist nur noch froh darüber, dass sein kleines, neugieriges Englein wohlbehalten in den Himmel zurückgekehrt ist.